und harten Willkommen, Bi. Party, Platt und Plüschmaus. Oh, hallo Hilka. Moin, moin. Na, wo geil die dann? Prima. Irgends will ich so ein Welten das Barbie-Melodie singen. Hey, aber doch nicht mal. Ich muss gerade sagen, das habe ich doch nun nicht gut gehört. Nee. Wo wäre denn das? Ich habe das so Barbie-Kassette, ne? Diese Barbie, Barbie, Barbie. Werde ich noch nicht mehr in den Wunder oder aber wir wollen ja eigentlich gar nicht, ob diese Barbie-Welle mitschwimmen, so richtig. Ja, nun mockt wieder die aber doch. Ai. Ja, hast du denn Albert Pinkett? Ja, Tatsache, mein Doom-Norgel, der ist pinkhüt. Der ist von der Pink. Und mein Wiesfinger aber an. Ich habe ja noch meine bunten Festival-Fingers und ich lave die so bannig, das so bunten Norglock. Ja, du hast einen baden Pink-Dobby. Sonst bin ich nicht so der Typ für Pink. Kein Barbie-Core. Nee, bin ich nicht so richtig. Das steigt mich nicht so. Und du? Bist du Pink? Wer den Frau nur ernst nimmt? Nee. für all den Name-Tau-Hörers vielleicht. Hätte ich doch... Ich, das war so ein lütschbäten Pink-Molby, die verirrt. Ich muss immer überlegen, ich glaube, ich habe ein pinke Paillettenbuchs für einen Auftritt mit meinem Röhnrad. Habe ich die mal gekauft. Und die hast du wirklich an? Mhm, ja. Die habe ich dann auch wirklich an. Sonst, das ist ja nicht so, dass ich gar kein farbige Kledasch habe, Blutz. Nicht so fair. Schwarz in allen möglichen Abwandlungen. Schwarz, schwellschwarz, ganz schwarz, hellschwarz, dunkelschwarz, pitschschwarz. Ja, eben. Schwarz ist bunt noch. Genau. Das langt ja auch, ja. Sag mal, Hilka, gibt das eine Gruft, die Barbie? Ist mir gerade mal so infallen. Ich löse eine richtige Gruft, die Barbie giftet nicht, aber das gave das andere Serien. Also, das gäbe, das Monster High oder so. Monster High, das wäre, glaube ich, so eine Trickserie oder so. Und da gäbe dann auch Puppen von. Und da habe ich auch so eine, ich glaube, so Vampir oder Geister-Pop. Und der ist richtig gruftig. So mit schwattlila Horn und bitte Hut. Und ja, aber ich glaube, so eine richtige Grufti Barbie giftet nicht. Dafür ist Barbie dann doch nicht edgy noch. Das stimmt. Sie möchte ja immer Vogue werden. Das ist vielleicht nur so ein lütscher Teaser nur für das Thema, was kommt da. Sie möchte ja immer dann, dass Barbie nicht nur diese totally white woman ist. Aber ich glaube auch nicht, dass sie sich das trauen würden. Nee, ich glaube so richtig Subkultur Barbie, ich glaube das Wort nicht passieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Dass das ob einmal so ein, also offiziell von Mattel, also ein Grufti oder Barbie oder weiß ich nicht, Fetisch Barbie oder Jimmys Gift. Fetisch Barbie, ja. Dann kann ich mich schon alle vorstellen, dass du ein Dildo oder ein Vibrator aus Barbie kriegen darfst. Oder wäre denn dann der Kendo oder? Der Kendo, ja. Yay. Sag mal, Hilka, weißt du eigentlich? Ich habe mich nämlich gefragt, ja, Barbie und Ken, aber wo kommt eigentlich die Norms her, Barbie und Ken? Weißt du das? Ich glaube, Barbie kommt von der Tochter von der Erfinderin. Der hat Barbara. Ja, genau. Und du kannst dir auch ableiten, woher Ken kommt. Wäre das er Sohn? Ja, nee. Ja, doch, tatsächlich. Ja. Der hat Kenneth. Der hat Kenneth Hayden oder Hate Kenneth und dann hat sie den Ken genannt. Ja. Besonders kreativ. Ja, wir sind das kreativ. Ich glaube, wenn wir das nur so auch eins bei Barbie vertellt, ich glaube, das hält all Tauhörer so eine verleihen Wegen auch in über den Medien mit dem Barbie-Film auch mitkriegen, ob das Barbie ja Afkeken ist von der Bild-Lilly und Deutschland. Ja. Ich glaube, das hält die Lüe auch all mitkriegen, oder? Ansonsten weißt du das nu. Das hast du auch schön subtil nur mit in Streit. Das deutsche Fräulein Wunder in America. Oh yes, ja. Aber wir könnten ja noch mal ganz kurz sagen, also wir schnacken nämlich nicht nur über Barbie, wir möchten heute ein bisschen mehr über Spähtüch schnacken, also generell über Barbie und was macht Spähtüch eigentlich mit Kindern, was hat das für Utwirken, was will vielleicht auch Use Spähtüch. Mhm.
Hast du noch Spähtüchter so von den Kindertiden? Ich hab tatsächlich Kuscheldär noch in mein Bett. So was schon Leif haben, was schon in den Arm nehmen, wenn ich dann in mein Bett bin. Und da ich dann so was Leif in den Arm hef. Ich hef ja kein Husdär oder so. So kein Hund oder Katte oder Kaninchen, mit der ich kuscheln kann. Und dann hab ich eben so einen Staub, so einen Kuscheldär. Ausseit. Und ein Grufti, Kuscheldär? Ich hef mir ein bisschen ja, ob WGT in einmal in Leve Fledermus köpft und dann habe ich so einen abgefahrene Zombie-Grufti Kuscheldäre, aber die sind eigentlich nicht zum Kuscheln, die sind kurz zum Ankicken und die sind dann wie mir in Regal, in Schab. Und ich glaube, die möchte wie man sein. Und ich glaube, das ist ein Instagram-Post wert. Ja, ich glaube, den kann einen auch kommt beten ob an, wo die Kamera einstellen ist, kann ein, das eine Kuschel der auch sehen in meinen Videos. Ah, okay. Ja, aber die sind nicht so richtig schon spähen oder kuscheln, die sind eher so schon ankicken, will, die sind richtig abgefahren. Zombie-Kuscheltiere. Okay, also du hast noch Kuscheltieren? Ja, ansonsten aber so richtiges Spähtüch, wie mein Öllern. Ja, da sind dann die. Die Barbies. Die Barbies, ja. Die, von denen man ihn einfach noch nicht so loslorten kann. Die sind dann immer Borben irgendwo in, entweder in Keller oder Borben um Dachböen. Aber man kann irgendwie noch nicht so richtig loslorten von den Dingen. Nee, weißt du noch, wo viel Barbies du hast? Ich habe kein ein. Kein also, ein da, Barbie? Kein ein Barbie. Ich bin aber, also ich habe eine Puppe und mit der ist mein Brauer der hele Tiet rumlopen. Weil ich den einfach total langweilig finde. Ich will gar kein Puppentyp. Ich habe auch kein Playmobil oder so. Ich habe ganz viel Schleichdäre. Kennst du den noch? Ja, der habe ich schon mal auch als Kind für die Badewanne hat. Ja, Tom Bischbär, ja genau. Und die Peer habe ich halt immer noch alles. Und eine Wertanloch, die wollen so dürr, wenn ich wieder nur halt Gedanken habe morgen da. Und ja, ich habe einfach wahnsinnig viel Riehoff mit meinem Peer entspält. Aber Barbie finde ich nie so richtig cool. Irgendwie wüsste ich damit immer nichts anzufangen. Diese Schleichdäre, die sind ja auch von da richtig krass. Hier, du hast da ja auch so Fantasy-Schleichdäre. Ja, stimmt. Mhm. Und so Einhörner mit so Elfen ob und alles richtig krass. Das sind schon litsche Kunstwerke. Also wenn ich mir die Peer nur, ich käfte in so eine Vitrine nur bin, damit dann halt nicht immer alles in Stufen deit und so. Und wenn ich mir überlege, oh, der Shire Horse und der Haflinger, der Islandschen, der ist halt so gaut. Das sind immer noch so schöne Spähtüch einfach. Und das ist halt nicht nur Plastik-Spähtüch, was fix denn kaputt geworden deit. Also ich finde, also für mich war das genau das Richtige. Für das Pferdemädchen. Für das Pärmädchen, absolut. Und dann nochmal eine Quadrille und nochmal eine Abteilung. Und dann habe ich so ein bisschen Bauch und dann habe ich die Pärfederie indeilt und so. Also, dann bei mir ein Spähtüch. Und wo du vertellt hast vom Hustierten, dass du ja kein Hustierten hast, ich habe gerade heute Morgen, oder vielleicht auch will ich mich nur mit dem Thema Spähtüch zum Betten befort habe ich aber nur gedacht, ich habe ja auch gar kein Hustiert. Und ich glaube, ich möchte gerne Hustiert für Lissy und mich haben. Und da habe ich aber ein Furby Nordacht. Kennst du Furbys? Oh ja, ich habe so, ich habe ein Furby hat, aber ich glaube, ich habe den Krägen, wie mein Mutter gern ein Haar holt. Meine Mutter wohl ängstens ein Furby haben, aber so eine Bussenfru, der sieht dann so ein Furby-Köpf, ist natürlich so ein bisschen, naja, und dann habe ich die so Beten-Alibi-mäßig Krägen. Ist ja seid hier. Nimm das. Und witzige Wies, ich hab dann so Bettentau Furbies recherchiert. Das gäbe für den Nenk dein 190er Jungen ein absolutes Furby-Kuddelmuddel. Du hast eine Familie, mehrere Furbies in dat Hus. Und dann habt ihr Furbies anfangen, miteinander tau schnacken. Und ganz, ganz gruselige Geräusche tau morken und komische Sorgen tau schnacken und so. Und du habt ihr sich dann die Furbies wohl ein Eigenleben oder sowas entwickelt haben, dann ist da so eine Horrorstory dort entstanden. Richtig witzig. Und die sind ja auch allgruselig, die Viecher. Ja, die können mehrere hundert Wörter lernen, richtig? Ja.
richtig, richtig gruselig, engs. Und nur habe ich mir überlegt, die Glöfig mich einfach ein Furby so assustiert haben. Die giftet doch auch aus Neobloch, oder? So in Giftgräuen und so. Ey, Käfte so was lässt, dass der in die Hut kommt. Und mit noch krassere KI bin und so was. Ja, hier so ungefähr 50 Euro kriegst ein Furby. Verrückt. Und dann übernimmt der die Kontrolle über die Lissy. Oh, das wäre so gruselig. Das wäre richtig gruselig. Oh ja, Mann. Für 80 Euro. Interaktives Sperrtüch. Das wäre richtig witzig. Also Furbys, die wären auch noch krasser als diese Tamagotchis. Ja. Die kann ich auch noch erinnern. Die wären auch so, er hätte schon was versorgt, da so ein goldet Tamagotchi-Hut zu kriegen und wie mir wären schon was die Egozentriker, die da gut kommen sind. Aber auch jeder ein hartes und lösche Tamagotchi einfach in der Tasche und ja, irgendwie bei das. Oder ich nimm so einen richtigen Furby, muss ich sagen. Ich wollte den immer haben, aber meine Mutti hat gesagt, so ein Cheat kriegst du nicht. Und dann habe ich nur ein B, das Happy Meal von da gäbe da so ganz lütsche Furbys und dann die hecht und flecht, aber die können halt nur drei Würr. Also retarded. Ja, dann ist das wohl nur Cheat, dass du den erst richtigen Furby kriegst. Ja, einfach wie ich nur old auch bin, wie ein Spähtüch Silmterköben. Das ist ein geiles Alter, du. Ja, Spähtüch selber köpen, das ist auch so ein Ding. Wie gut nun nicht in die richtigen Erwachsenen-Spieltüch. Das verfolge Neng und Söstig. Das hab ich ja, schon eben. Das ist dann die nicht jugendfreie Folge. Nee, aber so. Aber Spähtüch. Silberköpen, das ist ja irgendwann auch so ein beiden Videospiele spielen, oder? Ja, absolut. Ich glaube auch, das ist ganz viel der Spähltrieb, ob das nur Lego Star Wars ist oder ob das gibt hier so viele, die dann ihre Little Eisenborn im Keller habt oder ihre riesigen Landschaften und Lego habt, aber halt auch sonst Videospiele spielen, ja. Ja, ich wäre in Summe in das Archäologische Museum von Hamburg-Harburg und da wäre zum Beispiel ein Sünderutstellen mit große Playmobil-Dioramen, wo so historische Begebenheiten nachgestellt worden sind. Mega detailliert, mega krass. Also so von Dinosaurier, Steintit, Drömertit, Germanentit, Old Ägypten und okay, schon was mit so einem beiden Witz da achter. Das wäre mega krass, aber das wäre natürlich so von so Plexiglas umgeben und da sind dann in der Öllern mit irgendwelchen Kindern hin und der Käfer dachte, das ist doch die Hölle für die Kinder. Die dürfte so nah und doch so fern. Ja, schrecklich. Oh, der Arm. Ja, das ist so ein bisschen als das Miniaturwunderland. Das ist ja auch total schön, aber du darfst ja nichts antworten und nicht nur mit Spälen. Ja, eben. Das ist dann auch so, das ist so ein witzlos, ne? Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Hast du denn Playmo oder Lego oder so? Hast du damit gespielt? Ja. Also habe ich viel mit gespielt. Also ich habe auch viel mit Barbies gespielt. Okay, ich habe auch lang mit Barbies gespielt. Aber ich habe auch mit Playmobil und mit Lego viel gespielt. Und das ist auch tatsächlich so, dass auch von Dach noch 45% der deutschen Kinder, und das ist der Mehrteil, am liebsten mit Lego und Playmobil spielt, wie sie damit was bauen und konstruieren könnt. Also kreativ wegen. Ja, und das finde ich auch so spannend. Ich habe nämlich mal so ein bisschen nachgehaken, was Schallspähltüch denn eigens, also was muss Gauet-Spähltüch denn eigens für Kriterien erfüllen? Denn wenn du sagst, okay, Spähltüch, was mag denn das eigens mit Kindern? Worum ist das so wichtig? Und gerade düsset lehren, sich Sülm kreativ werden, Sülm was erschaffen, aber auch einfach sich Sülm total utdrückend können. Viele Kinder können das ja noch gar nicht so richtig. Die können ja im Alltag nicht so richtig Sülm erschaffen. Die sind ja so leitet von der Öllen, dass die, wenn die mit Lego spielt, dann könnt ihr ihre heil-egen Welt bauen. Und so nicht nur motorisch, aber auch sie kreativ utleben könnt. Und so sich
wiederbilden könnt. Und deswegen ist Spähen gerade mit Lego und Playmo ja auch so wichtig. Mhm. Ich muss auch sagen, Barbie wäre für mich auch echt wichtig, weil ich habe damit viel so soziale Interaktion durchspielt. Ne? Also das Thema, Barbie gibt das falsche Figurvorbild oder sowas, das wäre für mich als Kind gar nicht relevant. Für mich wäre das nicht? Völlig klar. Nee, gar nicht, das wäre für mich, das ist eine Puppe. Aber eben was anders als eine Babypuppe. Babypuppen habe ich schon was blöd von. Wo sie nicht anfangen. Und dann eben so mit Barbies, so, das weg noch, wenn ich so in Kindergarten oder in eine Schaul dann doofe Beläfnisse habe, dann kann ich das so mit Barbie dann eben auch noch spielen und habe auch die Situation wieder unter Kontrolle. Und das dann so Dörfer arbeiten und das Thema, ich muss so dicke Dinger als Barbie haben oder so lang, das wäre für mich gar nicht relevant. Also, das wäre aber für mich dann eben die Möglichkeit, so, das so zu verarbeiten. Ja. Ja, finde ich einen mega spannenden Ansatz. Wie schaffst du da als Kind, wenn du vielleicht noch nicht so richtig kommunizieren oder kommunizieren kannst, was dir da eigentlich passiert ist, dann kannst du, wie schaffst du das sonst verarbeiten? Ja, ne, wenn du Streit mit einem Freundin hast oder in der Schule, was du Ärger mit einem Lehrer oder so hast, also da habe ich viel dann in das Spiel mit meinen Barbies verarbeitet. Mhm. Also das wäre wichtig und das hätte für mich eben mit Lego und Playmobil nicht so funktioniert. Ja, glaube ich die. Also darum, wir sind hier nicht komplett mal ob Barbie-Bashing gut, gar nicht. Nein. Man muss das kritisch sein, das möchte ich noch total sagen. Aber das ist ja nicht nur schlecht, sonst würde sich das ja nicht all sieht Joren durchsetzen. Nee, und weißt du was, Mattel ist auch gar nicht der größte Spieltüchhersteller von der Welt. Ah, okay, ist das Lego? Ja, das ist Lego. Ah, der, yes. Ja, der hat tatsächlich in 2022 8,7 Milliarden Euro Umsatz. Echt, nicht davor, das ist krass. Das ist krass, ne? Und absolutes Erfolgskonzept. Mattel, Baby, 5,4 Milliarden, das ist ja auch noch irre. Und ja. Brandstätter, das sind die 8er Playmobil, die sind bloß wie 652 Millionen. Wahnsinn. Und du darfst mal roden, welch das dürste Lego-Set ist. Oh, das dürste Lego-Set. Mhm. Oh, welches oder wo dürr das ist? Welches das ist. Oder wo dürr kannst du auch sagen. Vielleicht Hogwarts? Ich glaube, man kann das hele Hogwarts-Schloss bauen. Ja, das kann ich, aber das dürrste Lego-Set ist das Taj Mahal. Ach, krass. Das ist 2008 rausgekommen mit fast 6.000 Teilen und hat damals 250 Euro gekostet, weil ich echt absurd finde. Aber nu musst du dafür 2.400 Euro betonen. Was? Ja. Das ist ja irre. Ich habe nämlich was ist denn das dürste Spähtüch? Und ich habe gefunden, der Green Diamond Barbie. Möchtest du, Roma, wo dürr Green Diamond Barbie ist? 300.000? Ja. Woher weißt du das? Genau 300.000. Die gibt er bloß einmal, das ist ein Barbie. Ja, genau. Und der ist voll mit Juwelen natürlich. Oh. Wie man das ja auch Bruko bei einer Barbie. Ja, das ist dann so, das ist, ja, da kannst du ja irgends gar nicht mehr mit spälen. Das ist dann ja ein Kunstwerk. Genau. Ist das noch Spähtüch oder Altkunst, ja. Aber was wir vielleicht nochmal sagen möcht, also in Deutschland sind in 2022 8,5 Milliarden Euro in Spieltüch umsetzt worden. Aber, und das ist vielleicht auch ganz schön zu weten, davon wären 2,8 Milliarden für Sport utrüsten. Und das ist ja echt schön zu hören, schön zu weten, dass auch Fautballen oder Schwimmflossen oder sowas sind. Also was da auch
nicht bloß Videospälen oder sowas, sondern eben auch Trompetenspälen. Ja, absolut. Das ist auch einfach so wichtig. Ja, und weißt du, was aber wie die Kinder so von Sösbet Dörtheim das beläfte, also das läfste Videospiel ist? Oh, also ich kann davon Freude singen, als ich denn so alt wäre, dann wäre das Sims. Aber was das von Dach ist, na, kann ich überlegen. Pokémon? Nee, Minecraft. Oh, natürlich. Oder habe ich letztens erst einen Podcast gehört? Ich habe noch nimmes Minecraft gespielt. Hast du das einmal gespielt? Nee, noch nie. So, also, so Open-World-Spiel, das ist auch so, da verliere ich mich to krass bin. Ja. das ist zu viel. Was wäre so dein Spiel? Hast du Videospiele gespielt? Also, ich habe einen Gameboy gehabt. Ja. Als Kind und da wäre mein liebstes Spiel Barbie. Ach! Ja, das ich. Das wär auch echt einfach. Also ich wäre nie nicht gold in so Videospiele und Barbie, das wäre echt nicht das Spiel, das wäre das einzige Spiel, was ich geschafft habe, dort zu spielen. Und ich kicke eben auch gern Tau, wenn Lühe Videospiele spielt, gerade wie diese Grafiken ja von da eben so mega, so das ist ja so, als wenn ja. Ein Film kicken da ist. Darum, ich muss gar nicht unbedingt selber spielen. Ich bin, glaube ich, gut darin, in so ein Spiel Kram zu sammeln. Aber so ja. Mit Shaken, oh Gott, da bin ich immer direkt immer nervös. Ja. Kriege ich gar nicht gut hin. Tau stressig. Ja, also, Barbara, nur muss ich sagen, das gibt mega gute Videospiele und Videospielserien auch. Also Metal Gear ist mega krass, auch die Story, die da auch da ist und wo sich das über die vielen Spiele dann eben entwickelt und in einen Daper indückert, das ist krass. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe nicht so ein richtiges Laveset Videospiel, ein Spiel, was ich witzig finde, was ich mal krägen habe. Aber ja, das wäre ein Spiel, was in das Marvel-Universe spielt. Naja. Hulk? Nee. Achso. Nein, wäre nicht Hulk. Aber wenn du roden willst, kannst du mal roden. Was könnte irgendwie passen? Blade? Blade wäre natürlich cool, aber nee, Blade nicht. Ich glaube, da gibt es auch kein Videospiel von, oder? X-Men? Nee. Ich gebe dir noch mal einen Tipp. Es ist so ein Baden, der Antagonist zu Wolverine. Cyclops? Nee. Achso, Deadpool. Ja. Ach. So ein Durchgift hat ein Videospiel, Tau. Ja, und das ist auch richtig bescheuert. Ja, das Glöwig. Was ihr seid. Und das ist auch witzig. Also, hey, vertellt dann eben auch so mit die direkte Mang als Späler. Also, so sie ein Döntjes. Das ist echt witzig. Hey, ist dann auch Jimmers ob de Säug nur sie ein super sexy, super Fangirl. Und ja, also das ist echt witzig, das Spiel. Hätte Spaß gemacht, aber das ist nun nicht so richtig anspruchsvoll. Ach. Aber wenn die nur Grundloch und Barbie ist, dann passt das ja auch ganz klar. Ja. Eben. Nee, und aber das liebste Brettspiel von den Deutschen ist Schimmers noch Monopoly. Echt ist das? Das finde ich ja spannend. Das holt sich hier auch echt einfach. Sieht your Titan, oder? Monopoly ja. Schon ewig. Ja, das gibt ja auch immer diese Sonderedition dafür. Ja. Und, Hilka, nur mal wie mal Chlor schnacken. Hätte der Monopoly-Mann ein Monokel oder nicht? Na? Wenig nicht. Ah, das ist super spannend. Das ist auch ein ganz eigener Effekt. Denn jedein denkt, dass der Monopoly-Mann ein Monokel hätte. Hätte er aber nicht. Was hätte er denn? Kein Monokel. Aber jedein denkt da, der hätte einen Zylinder, dann hätte er, aber er hätte kein Monokel. Nur jedein, der über den Monopoly-Mann denkt, der hätte ein Monokel. Das ist super spannend, das ist wissenschaftlich belegt. Hätte ich nicht übernachtet. Also,
Ich muss dazu sagen, ich bin kein Brettspiel-Fan. Mockst du nicht so wohl so Spielabend oder so? Kann man die doch wirklich so glücklich mocken? Nee. Gar nicht. Also, okay, okay. Also, so wenn Lühe dann so Siedler spielt oder so, dann das ist gar nicht so mein Ding. Das gibt ein Brettspiel, was ich gern spiele und darum geitert. Und dann hat Spiel geitert darum, dass du die den eigenen Kneipe boost. Oh, wie schön. Ja. Ja. Aber das ist auch so, also das ist auch echt witzig, das ist auch modern auch mockt. Also das mockt echt Spaß, das zu spielen. Das hat auch so ein kurzes Spieltit, weil jedein hat bloß 8 Spieltüch. Dann ist das Spiel Alter N. Also das geht auch fix vorbei und so mit Siedler, oh Gott, da kannst du ja über Stunden spielen. Denke ich mir, ey, ich will mir mit der Lüleife so unterholen. Ja, also, ja, das stimmt. Ja, nee, mit so Spieleabende kann ich mich nicht bleedmorgen. Twister spiele ich gern. Das ist witzig. Das finde ich auch richtig witzig. Ja, Twister mockt auch in jedem Öllerspaß und in jedem Prummelestadt. Ja, ja, eigentlich das perfekte Festival-Spiel. Ja, eben. Das kannst du immer spielen. Ja, kannst du Dune spielen, kannst du nüchtern spielen. Und was ich immer gaut finde, ist, wenn du nicht lang verkloren musst. Ja. Noch kurz, tau der Monopoly-Mann, das ist der Mandela-Effekt. Denn der Mandela-Effekt sagt, wenn du die an was erinnern deist und die absolut sicher bist, das aber nicht stimmen deit. Das ist der Mandela-Effekt. Ah. Und das ist mit dem Monokel von diesem Monopoly-Mann. Weil jedein denkt, ja, klar, der hätte ein Monokel. Wie kriegst du den an? Nee, hätte er gar nicht. Oder aber auch Pikachus Steert. Fähle denkt, Pikachu hätte einen schwarzen Steert, also so einen schwarzen End, hätte er aber nicht. Jedein denkt das. Krass. Krass. Ja. Super spannend. So Urban Legends, die sich dann so in Prägen so in Krampen. Ja, genau. Und du bist einfach, du bist felsenfest davon übertücht. Das ist so. Und dann kriegst du noch, nee, ist gar nicht so. Genau, Mandela-Effekt. Gott, Fan-Baten, Bildungsobdrach. Ich finde das aber auch so spannend, wie sind in Deutschland ja noch so, dass wir eben sagt, ja, Kinder schön auch möglichst lang spälen, davor geht es ja auch in Kindergarten. Und ja. In anderen Ländern ist das ja so, dass die Kinder dann schon allmega früh in Schuld wohnen und so super früh Förderung kriegt. Also ich werde von Freunden, der hat einen Tiet in Australien lebt und da ist der Sohn all mit gerade 5 in Schuld wohnen. Und das finde ich mega krass, weil ich denke, oh, mit 5, da habe ich so ein bisschen angefangen, nur die musikalische Fröerziehung zu gehen. So ein Blockflöte oder Ding Ding hier, wo hätte er Glockenspiel zu lernen? Ding Ding. Hey, ich bin Musikexperte. Ja. Ja, und da sind wir in Deutschland echt noch anders ob, ne? Wie eben secht Kinder mit lange Spälen und dann habt ihr auch noch her diese Montessori und Waldorf-Konzepte und Waldkindergons. Das ist echt hier so eine andere Kultur. Ja. Wo die Kinder eben fehlt schon Spälen animiert wart. Und das ist ja auch so wichtig. Ja, wo lehrt ein ob best? Beim Spälen. Beim Sülferut finden, Sülm antworten und das einfach Sülmtaum morgen. Wenn der da einfach nur verkaut wart, dann kriegst du ein Bätenband mit, aber du dreist die um und hast sofort wieder vergelten. Mhm, total. Also, ich glaube, das Gift in viele andere Länder ist auch nicht, das sind Kinderturnen, wo die Kinder dann irgends erstmal lehrt, wo Mütze fallen, wo mag ein Purzelbaum. Ich glaube, das ist eher üblich, dass der dann direkt so einen richtigen Sport anfängt. Ja, ja. Und wo ich denke, so Kindertouren ist aber auch echt gut, weil die Kinder erstmal anfangen, mit ihrem Körper klarzukommen. So
gerade für Stadtkinder, die nicht die Möglichkeit haben, zu viel Buten eben in der Wägens zu wählen. Also du und ich das vielleicht auf dem Dörpel wählen. Ja, oh, absolut. Und eine Freundin von mir, die geht mit ihren Lütschen ganz viel Ton Yoga und Ton Kinder-Yoga. Und das finde ich eine richtig coole Sorg. Ach, schön. Das ist ja auch spannend. Zum Kinder-Yoga zu gehen. Richtig krass. Aber habe ich bestimmt gehört von. Genau, aber sag ich mal, du hast so irgends, das sind klassische Öko-Holzspähltücher hat. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich habe Duplo, Bäten, also ganz, ganz früher halt diese quasi Lego vergrodet Lego, ich würde mal so. Mhm. Das Duplo habe ich ganz fehl. Und dann Schleich. Ich habe echt nicht so fehl. Ich habe kein Nintendo, also ich habe ein Gameboy dann all. Aber ja, so furchtbar fehl Spieltüch. Ich will halt fehl Buden. Das war ich. Also ja, an sich habe ich heute Spieltüch, ich bin aus dem Wald hier. Du hast mich mal fehl rumwuchtet, aber. Nee. Hast du damit spielt? Nee, Holzspielzeug, Spieltüch, das wäre so. Ich habe so ein Holteisenbahn hat, das wäre, ja, das wäre vielleicht so ein Baden. Ja, ein Baden habe ich damit auch gespielt, aber ich glaube, eigens wohl mein Vater mehr damit spielen, was ich. Irgendwie trägt sich das so echt in der Familie der. Der Furby verdient Mutti und der Holzspieltüch verdient Papa. Ja, Kinder braucht ja, glaube ich, auch eigens gar nicht so viel Spieltüch. Also, ich habe mega viel Spieltüch hat. Und ich habe auch viel gespielt. Ich habe da, glaube ich, auch mal in einer Folge erzählt, dass ich auch von She-Ra, She-Ra-Poppen habe. Und damit habe ich auch echt viel gespielt. Wenn ich mir das so nur überlege und auch so ankiege, was das auch in diese großen Spieltüchläden, was das für ein Anbot dort gibt. Mm. Ich finde es mega krass. Ja. Und da denke ich mir, ich wäre auch als Kind schon mal blieb, wenn ich bloß Tuschkastenhaar oder knete. Ja, so öcht einfach, so wenig. Ein Kind kann ja und so wenig so viel mocken, durch seine Kreativität, wie das ja auch noch grenzenlos ist. Genau. Mhm. Und ich glaube, also das hätte glaube ich in der Tachenticher, in der Negenticher anfangen, aber von da ist das ja auch gerade mit diese dass er so verknüpft ist zwischen Videospiel, Fernsehen und Merchandise. Also das finde ich krass, wo, also das sind ja Spitzen, da kann ich so gar nicht mehr nachvolltrecken. Wenn ich so an meinen Patenkinder denk, die kickt dann da eher Serien, auf dem iPad oder so und möchte dann eben passend auch von Lego dann haben und das ist Wahnsinn. Das ist ein Markt dahin, ne? Gerade mit Merchandise, der mockt so, so viel Geld mit Merchandise. Das ist halt wahnsinnig wichtig. Und als bald ein Kind das möcht, also das Markt ist eigentlich so pleatsch, dass der da rupgehend hat, hey, wie mockt ihr Kinder, dass der Kinder das möcht, dann meist könnt ihr Öllende nicht nee singen. Und der Kinder habt ja noch nicht das bewusst, wer den möcht und möcht und möcht und möcht immer das Nähe. Die sind doch einfach, glaube ich, eine dankbare Publikum für die Leute, die was verkaufen möchte. Ja, warum habt ihr noch kein Merchandise für den Podcast? Oh, das kommt, das kommt! Ja, also, liebe Tauhörers, wenn ihr eine schöne Idee für brauchbare Merchandise habt, dann schrieft uns das gern. Dann kick wir mal, ob wir vielleicht da ein Anbot für euch auch bereitstellen können. Oh ja. Oh ja, also für mich ist wichtig, dass das sinnvoll ist. Also, dass das nicht einfach nur was ist, was man so ankicken darf und denkt so, oh ja, ist ja ganz schön, sondern dass einen das richtig in Dach bruten kann. Ich hab gedacht, das gibt nur die Lisa und Hilka Barbies. Das finde ich gut. Yay. Möcht sie Lisa und Hilka Barbies schon ins Shop stellen haben? Und du hast dann so ein Sprachding inbaut und dann kann er immer Songtexto Plattdeutsch verlesen. Ja, und dann muss man auch kein das ist. Oh Mann. Ja, ey, dann kannst du das noch mit dem Smartphone koppeln und dann singt die Barbie. Ja, ja. Oh, das ist großartig. Kannst du liegst Platt. Das gibt doch bestimmt noch keine Plattdeutsche Barbie.
Nö, glöwig auch nicht. Glöwig auch nicht. Oh. Und da kann aber eigentlich nicht so schwor sein, dann so einen lütschen Sprachcomputer darin zu bauen. Oh, wie mag ein plattdütschen Furby. Ja! Mein Brain geht gerade mit mir der, ich will mal einzeln mocken können mit plattdütschen Spähtüch. Ja, oh, das wär mega cool. Liebe Tauhörer, ist hier so ein IT-Kenner, ja. So ein IT-Experte-Nerd dazwischen, der für uns den plattdütschen Sprachspähtüch entwickelt? Ja, ja, bitte, meld die von der Stellweg bei uns, bitte. Das Partyblatt und Plüschmaus Sprachspieltüch. Für jeden Öller. Ja, ja. Großartig. Finde ich super. Du, aber weißt du, du hast das ja auch als Sech, ne? Singen ist ja auch wichtig. Singen ist so wichtig. Vielleicht mögt wir denn doch mal wieder so ein Bad in Richtung Singen gehen. Machst du was für mich singen? Und ich erhole, was du singen deist. Ja, ich lese dir das erstmal für. Vielleicht singe ich das. Na ja, und ich dachte, ich mag das ein Öchte für mich, aber nee, das ist nicht sinnvoll. Schade. Nee. Okay. Ich helfe aber was schön rotzücht. Okay, ich bin bereit. Also, das fangt nur an. Wag ob. Lang na in Pinsel und do den Beten sminken. Verstickte Narben, um Sutsche zu marken. Warum wirfst du des Lötel ob de Dischlaten? Nur dingst du die Enäet merken ut. Du wutzt dat so. Lang na in Pinsel und do die in Beten sminken. Du wutzt dat so. Verstickte Narben, um Sutsche zu marken. Du wutzt dat so. Warum wirst du das Lötel ob de Schlorten? Du wutzt das so. Nun kommt der Refrain. Ich glöf nicht, du vertrust in mein Oberkröpfchen Sülfsmord. Ich wein, wenn Engels verdehnt zu starven. Oh, Monika, du hast doch überhaupt kein Mitleid mit mir, oder? Das ist noch von verleben, mal von dieser Festival-Hitliste. Overkröpsche, was war das? Overkröpschen Sülfsmord. Ich weiß nicht, was hat Overkröpsch? Da secht wie in Ostfalen für so selbstgerecht, arrogant. Sülfsmord. Ja, Sülfsmord, muss ich das übersetzen? Nee, ich versuche das gerade für mich Sülm auf Englisch zu übersetzen. Aber ich habe wirklich ich hab keinen einzigen, nicht mal einen Ansatzpunkt mit Suicide. Hilka, du musst mir helfen. Ich bin am Born. du kennst das Lied, das werde ich. Ja. Ich bin immer wieder wie ein Klassiker. Und das Lied heißt Chop Suey von System of a Down. Das sagt mir leider gar nichts. Doch, wenn ich singe dir nur den Refrain auf Englisch vor. Bitte. Der Refrain, nee, also der Refrain, der geht so. I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Also, ich möchte Grodet in Jana ein Wort. Ich habe das vielleicht noch nimmes hört. Ich möchte nur kurz sagen. Aber ich packe das in die Partyplatte und Plüschmoors Playlist und war das ganz oft hören. Ich habe echt. Was sind denn das für Festivals, ob der nicht spielt? Also. Labelür, bitte. Ja. Bitte, das kann nicht wählen. Ich mag ja für diese Folge, wie Spotify die Umfrage reden. Das kann ich vorwählen. Und wenn dann wirklich über die Hälfte kennt, dann fühlt mir es schlecht. Ich finde auch den Refrain so mega passend, wenn der übersetzt, der passt wieder so auf den Beat, wenn du das singst. Wie töpft das überhaupt die Abstimmen? So, aber nun bin ich erstmal dran. Und ich kämpfe nicht ganz so schworet late als Hilke. Also, für die bin ich nur ein Wilde. Das ist Chlor, der du so denken deist. Denn du bist verrumkommen. Doch säh ich nicht, wenn ich die doch so wild erschienen dau. Wo kommt dat,
dass du so fehl nicht welten deist. Gar nicht welten deist. Du landst hier und liegst es allens dien. Das Land ist für die frei und nur hold. Doch jed ein Stein, jed ein Baum und jed ein Wesen hätt sein Leben, sein Seel und sein Stolz. Soll ich nochmal wieder lesen? Ja. Für die sind echte Menschen nur der Menschen, der so denkt und so gut sein daut als du. Doch gar den Spuren von Fremden achte an. Dann versteist du und lehrst noch wat dort hau. Kannst du hören, wo dir wohl fuhlt in den Silbermond? Und weißt du auch, warum der Luxus mustendeit? Kannst du singen, als die Stimme von der Barge? Und kannst du malen? Wieder kann ich nicht singen. Ist das von ein Anime? Nee, kein Anime, nee. Okay. Das hört sich so an, so beten als ja, Lila, ja. Singen. Nee, nicht ganz. Nee, werde ich nicht. Ist von das Farbenspiel von Wind, von Pocahontas. Ah. Ja. Okay. Alles klar. Das ist so ein schäger Satz, Termin late. Aber okay. Ja, absolut. Da habe ich gerade gedacht, okay, das war eine Nullrunde. Aber nächstes Mal, der Tau kommt mal, das wat. Ja, der Tau kommt mal, da wartet, wer da wat. Und der Tau kommt mal, da wartet, glaube ich, auch weder ein Beten mehr in den Nutid gehen. Das wart nämlich weder mal ein Beten digitaler. Genau, eigentlich wartet dann das Spähtüch von Dach für uns. Ja, für Wussenlut. Für Wussenlut, ja. Aber ja, leider auch für Kinder auch weder. So, das ist uns beiden drurig. Aber der schnackt wieder in der Taukom, Folgepflicht intensiver über, denn wie schnackt über Apps. Genau, Apps, was für Apps wieso brucken dort, was wie fair empfehlen könnt und was ein auch vielleicht so ein Beten das Leben dann leichter morgen deit mit was für Apps. Eben. Aber das kommt in der Taukom-Folge und wenn nu, spielt wie nur noch was, Monopoly oder so. Oh, ich dachte, wie baut nur eine Bohr? Du hast Lust drauf, eine Kneipe da bauen mit Dino. Okay, gut, dann wie sieht die Mommy Lave so ein Brettspiel? Die Taverne Wunderbar. Im tiefen Tal. Also, wünsche uns viel Spaß. Fuck that gout. Fett Balle. Tschüss.